Warum seid ihr zwei so wütend? Habt ihr Hunger oder so? Ruffy? Du bist auch hier, Jane. Was ist mit ihnen los? Du. Hat dich auch mein Vater geschickt? Wir gehen aber nicht nach Hause. Wir haben uns gerade erst wieder getroffen. Wir wollen miteinander spielen. Was macht sie denn so wütend? Anscheinend sind die zwei von zu Hause weggelaufen. Ich bin mir sicher, dass sich ihre Väter Sorgen um sie machen. Soll er sich nur Sorgen machen? Das hat er davon, dass er mir verbietet, mit einem Kind von Marinebefürwortern zu spielen. Ja, es ist uns egal, wer für oder gegen die Marine ist. Ihr habt recht, das bin ich völlig eurer Meinung. Aber wisst ihr, eure Familien werden sich große Sorgen machen, wenn ihr zwei verschwindet. Wollt ihr wirklich gehen, ohne euch zu verabschieden? Dann bringen uns Vätern diesen Brief für uns. Ein Brief? Wir glauben, sie werden es verstehen, sobald sie ihn gelesen haben. Bring ihnen den Brief, dann gehen wir nach Hause. Okay, dann das werde ich. Also geht nicht zu weit weg, okay? Wo ist dein Vater jetzt, Tony? Er arbeitet gerade wahrscheinlich nahe dem Eingang zum Stall statt. Okay, das mache ich. Wartet hier. Dann ist es abgemacht. Ja, jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere Väter den Brief lesen und auftauchen. In Ordnung, dann gehen wir jetzt dorthin und... Hey, was tust du da noch hier? Wenn du nicht zu viel zu tun hast, hilf ihr doch bitte. Außerdem wissen wir nicht, wo er in dem Eingang steckt. Okay, das geht natürlich auch. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu One Piece World Seeker. Ja, im letzten Part ging es ein bisschen crazy zu. Wir machen jetzt noch diese Mission hier. Also fangen die mal an. Aber werden natürlich heute, glaube ich, alle Hauptmissionen abschließen. Denn wir wollen natürlich weiterkommen hier. Hey, das ist die Futterlady. Wie geht's? Oh ja, mir geht's bestens. Naja, es würde mir bestens gehen, wenn die Piraten nicht ständig auf den Feldern herumtrampeln würden. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich wohl genug Zutaten für mein Mittagessen herschaffen soll. Was? Wo kann ich diese Typen finden? Sind auf dem schmalen Pfad zwischen den Seen, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Warum fragst du? Sanji mahnt uns immer, dass wir kein Essen verschwenden sollen. Ich werde ihnen einen Besuch abstatten. Das wird mir eine große Hilfe sein. Sei bitte vorsichtig. Ja, werden wir definitiv sein. Das heißt, hier sollen die sein. Kein Problem. Ich sollte vielleicht draufbleiben. Sonst... Ah, da sind sie schon, die kleinen Knieche. Hallo? Seid ihr diejenigen, die die Zutaten für das Mittagessen zertrampeln? Hast du ein Problem damit, dass wir uns hier treffen? Du musst ja mutig sein, dass du dich mit uns anlegst. Na los, dann zeig uns, was du drauf hast. Ah, ich zeig's dir gleich, Kollege. Und weg. Und das war's. Bitte vergib uns. Dadurch können wir unsere Taten vielleicht nicht wieder gut machen, aber hier, nimm diese Schatzkarte. Eine Schatzkarte? Cool, danke. Okay, bitteschön. Wir machen uns dann mal auch auf vom Acker. Danke. Weißt du, sie sieht eher aus wie ein Gemälde. Wo ist denn dieser Ort? Ich befürchte, das wissen wir auch nicht. Wir haben gehört, dass es im Warenhaus von Halcomhaven einen Piraten gibt, der sich mit Schatzkarten auskennt. Aber jetzt hat ein Admiral der Marine dort das Kommando. Daher können wir uns nicht in die Nähe wagen. Wenn ich so darüber nachdenke, Jane hat erzählt, dass ein Admiral hierher kommt. Sei vorsichtig da draußen, okay? Verstanden. Okay, besuchen wir den Kerl, der sich mit Karten auskennt. Ähm.
Na dann. Wo soll das sein? Da oben? Okay. Das heißt, wir müssen mal eine Runde fliegen. Das war mal nicht meine Intention. Ja, klar. Ich vergesse immer, dass ich drücken sollte, ne? Das sind doch locker mehr als 10 Sekunden gewesen, Mann. So wie ein Karma. Nö. Da waren wir noch nie, ja. Ja. Das war ja grandios. So. Ja, wenn wir schon gerade hier sind. Und wo soll dieser Pirat sein? Anscheinend nicht hier. Ist etwas dumm.
Wir haben Piratenverstecke auf der Kommandoinsel westlich von hier. Immer wieder, aber sie kommen stets zurück. Ach, verdammt, und es muss in diesem scheiß Bereich sein, wa? Nee, Gimme! Was sagst du? Himmel, ich finde einfach nicht das, was ich brauche. Vielleicht irgendwo zwei Kraken-Imitat gesehen. Das ist das Leibgericht von meinem Mann und ich wollte es ihm gerne zu seinem Geburtstag kochen. Leider fangen die Fische im Moment nicht viel, dass da überall die Marine herumschippert. Ich habe schon alles abgesucht, leider vergeblich. Ich gebe dir einen Schlägerarmreif, wenn du für mich auf die Suche gehst. Du schaffst das bestimmt. Irgendwie findet man sowas hier im Halcombe-Hafen oder in anderen Häfen. Okay. Haben wir sogar. Also warum ich dich gebeten hatte? Ja. Vielen Dank, jetzt kann ich meinen Mann seinen Geburtstag mit seinem Leibgericht feiern. So. Sehr gut. Was für Drillinge. Der will nicht mit mir reden. Warum sind die schon wieder respawned? Ja. Bist du das? Ja. Buggy. Ah, Strud, was machst du denn hier? Oh, Buggy, du bist es nur. Also, das heißt nicht, ich bin es nur. Verdammt, als nächstes erzählst du mir noch, du erinnerst dich gar nicht mehr daran, dass du mir meinen Spitzenverdiener gestohlen hast. Oh ja, du hast nicht zufällig irgendwo einen Schatz gesehen, oder? Du weißt wohl wirklich nicht, wie man zuhört, was? Ich dachte wirklich, ich würde ihn hier irgendwo finden. Ah, stimmt, du hörst nie zu. Ich habe keinen Schatz gesehen und wenn doch, hätte ich ihn schon längst weggeschafft. Was ist das? Mein Schatz, gib ihn zurück. Ich hab das Ding noch nicht. Bist du wirklich so ein schlechter Zuhörer? Und dem wird es ja nicht einfach so herumliegen. Echte Schätze sind immer vergraben. Sieh dir die Karte und deine Umgebung genau an. Untersuch den Platz, an dem du ihn vermutest und fertig. Verstanden, ich werde es versuchen. Übrigens, was machst du hier eigentlich? Hä? Wie meinst du das? Ha, du hast also keine Ahnung, wovon ich rede? Das ist ja großartig. Mach's gut, Schrot. Heute ist der Tag, an dem dich dein Glück endlich verlässt. Warum? Hm. Ob Buggy wohl der Pirat ist, der sich mit Karten auskennt. Oh, das ist. Ah, Kizaru. Oh. Moshi Mosh. Du. Na, wenn das nicht der Schrot ist. Normalerweise kommt Beute, die einmal entwischt ist, ja nicht von alleine zum Jäger zurück, weißt du? Ich dachte, dass ich schon bekommen würde, was ich will, wenn ich einfach Piraten verfolge, die nach einem Schatz suchen. Ich fürchte, diesmal wirst du kein Glück haben. Oh, Kizaru. Ja, moin. So.
Hä? Wann hat er den nass gemacht, bitte? Ja, klar, fick dich, ohne Spaß. Will der mich komplett verarschen? Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich korrigiere. Ja moin, und ich spiele auf einfach. Wo ist das einfach, Kollege? Oh my goodness. Na komm. Der Kackbratzenlappen können wir doch in die Tonne treten, oder? Und lass mich raten. Der kriegt nach dem Kampf einen Anruf. Hey, ich will doch einfach ausweichen und er trifft mich jedes Mal. Er hat mich schon wieder getroffen. Pizarro ist saugefährlich. Komm. Oh wow, endlich mal ausgewichen. Hä? Er ist nass gegangen, hat zum Glück noch geklappt. Ja, wenn ich den jetzt noch verliere. Oh, was für ein Drecksack. So, da hat wohl jemand etwas dazugelernt. Klingeling, klingeling. Hm. Hallo, hier ist Borsalino. Oh, du bist es. Ich bin gerade mit Schrot Ruffy hier und das Schiff ist auf Grund gelaufen. Das sind deine Befehle, ernsthaft? Tja, es hieß, ich soll hier einen Befehl folgen, also. Da habe ich wohl keine große Wahl, zumindest vorerst nicht. Hä? Du kannst gehen, Schrot Ruffy. Ich laufe nicht davon. Warum? Wie dem auch sei, ich fürchte, es liegt nicht mehr in meinen Händen. Lass Strohd Ruffy gehen. Die Anweisungen kommen direkt vom Gefängnisleiter und ich möchte lieber nicht wissen, was passiert, wenn ich sie nicht befolge. Tja, ich werde mal lieber das Hauptquartier kontaktieren. Hallo, hier ist Borsalino. Ist da jemand? Seltsam, warum bekomme ich keine Verbindung zum Marinehauptquartier? Hä? Oh, du bist immer noch hier? Du bist ein richtiger Dickkopf, was? Sobald sich die Lage ändert, komm ich dich holen. Also bleib so lange einfach da, wo du bist. Tschüss, erstmal. Oh Gott. Worum ging es da eben? Tja, ist doch egal. Also wo finde ich jetzt einen Schatz? Tja, wahrscheinlich gar nicht. Boah, war das jetzt nervig. Mit Schatzkarten kannst du dann nach Schätzen suchen. Mach dir die Hinweise auf der Karte zu nutzen, um herauszufinden, wo der Schatz versteckt ist. Kommst du an einen Ort, wo ein Schatz versteckt ist, wirst du durch eine Nachricht aufgefordert, mit Kreis danach zu suchen. Drücke dann Kreis, um den Schatz auszugraben. Hä? Und wo
wo soll das sein? Ich check's gerade echt nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann doch den Ort gerade nicht. Gibt schon irgendwas auf Google, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es gleich wissen. World Seeker. Oh Mann. Zwischen Kronplatz und Smartshot nehmt ihr bei der Launch-Verkäuferin Musabi die Nebenmission Schatzkarte an, welche ebenfalls notwendig ist, um Kapitel 8 abzuschließen. Auch hier müsst ihr quasi nun den Markierungen und Hinweisen folgen und etwaige Gegner ausschalten. Den gesuchten Piraten beim Halunkhafen findet ihr mit dem Observationshaki. Im Anschluss müsst ihr Kizaru besiegen und dann den Schatz ausgraben, welcher zwischen dem Halkumhaven und dem Kanoneninsel gefunden werden kann. Zwischen den beiden Regionen hinter dem Trenntor steht ein Plateau mit einem Felsenformation darauf. Sucht ihr und ihr werdet fündig. Ja, aber ich weiß nicht mal, wo die Kanoneninsel ist. Also bin ich eigentlich schon zu weit. Aber das zeigt mir jetzt immer noch nicht, wo genau die Schatzkarte ist. Hinter der trennenden Wand. Können wir mal einfach hier drauf los, ne?
Die da. Ja. Also sowas mache ich nicht ganz so gerne. Okay. Inselfreund. Schließt dann die Mission ab. Dann gehen wir halt auch noch dorthin. Und dann haben wir eigentlich das Ganze schon erledigt. Und können weitergehen. Also schnelle Gegner sind echt mein Manko. Habe ich gerade an Kizaru gemerkt. Und nun? Offi, waren die Kinder noch immer dort? Hm, ich glaube schon, warum? Verdammt, Doni, bei all den Dummheiten, die du anstellen könntest. Wir werden an dem Ort warten, wenn du immer sprichst. Und wie kommt er dazu, so einen Brief zu schreiben? Der Bengel von diesem Marinebefürworter muss ihn dazu angestiftet haben. Dem werde ich was erzählen. Hä? Wo gehst du hin? Erst weg. Gibt es gerade nichts Wichtigeres? Dinge, um die er sich Sorgen machen sollte. Jane, geh zurück zu den Kindern. Ich bringe den Vater hin. Wirklich, danke, Ruffy. Erics Haus liegt hinter dem Platz vom Stallstadt. Sein Vater hält sich vermutlich dort auf. Okay, ich suche die Kinder. Okay. Ja, geil. Geht doch. Aber ich habe immer noch so meine Probleme. Zumindest in den Stadtteilen. Ist ja sowieso hier gerade um die Ecke. Oh Mann. Dank deines missratenen Balks ist mein Sohn von zu Hause weggelaufen. Hat er diese tolle Idee auch von der Marine? Wenn du nicht generell reflexartig gegen alles und jeden wärst, wäre dein Kind auch nicht so. Du kannst doch nicht dein Leben lang immer nur gegen alles sein. Hey, ihr haltet eure Klappe. Du schon wieder? Du bist nicht mal von hier. Halt dich gefälligst heraus. Wir führen hier eine wichtige Diskussion. Zieh ich ab. Wichtiger als euer Kinder? Ich? Naja. Stimmt, die Kinder. Sie sagten, dass sie an den Ort gehen würden, an dem wir immer... Du meinst doch nicht die Kanoneninsel. Dort wimmelt es doch jetzt nur so von Piraten. Das ist furchtbar, wir müssen sie zurückholen. Sofort. Also gut, los geht's. Ach du Schande.
Solche Eltern hat man gern, ne? Oh mein Kind, aber zuerst, ja, no. So, und nun? Luffy? Wie ich sehe, hast du ihre Väter hergebracht. Danke, Ruffy. Kein Problem. Also, wo sind die Kinder? Sie können nach vorne am Strand sein. Wir müssen sie zurückkommen, bevor die Piraten sie finden. Okay, teilen wir uns auf und suchen nach ihnen. Hallo? Also ich weiß, wo ich meine tägliche Ration Piraten herhole. Sofern sich das nicht ändert. Nice. Hat sich gelohnt. Ist mir jetzt gerade nicht passiert bei einem 0815-Dude. Oder ich habe eben voll nicht auf mein Leben geachtet, ne? Na los. Einfach weitergehen. So. Jetzt habe ich um einiges weniger gute Ausbeute. Au.
So. Nice. Ach, hier ist sie. So. Ich sage es nochmal, keiner von euch gehört hierher. Jetzt verschwindet. Ich glaube, du verstehst es nicht, Fräulein. Dieses Gebiet gehört jetzt uns. Also lass die Gören hier und verschwinde, wenn du weißt, was gut für dich ist. Die kleinen Wichte sind uns auf die Nerven gegangen und dafür werden sie jetzt bezahlen. Willst du etwa auch was abbekommen? Ihr seid diejenigen, die was abbekommen werden. Ruffy. Ja, ja. What the fuck? Na? What the fuck? Nee. Also im Moment bin ich ganz schlecht oder die machen einfach zu viel Damage dafür, dass, ja. Geht gar nicht klar. So, gucken wir mal. Ja, war klar. So. Oh, verdammt. Das wollte ich jetzt so nicht. Okay, so kann man es auch machen. Verdammt, wenn wir schon sterben, dann nehmen wir die Kinder mit. Mehr von ihnen stirbt. Ah, Hilfe! Hände weg. Hä? Von unseren Jungs. Wow, die Piraten wurden außer Gefecht gesetzt. Ihr zwei habt toll zusammengearbeitet. Vater, habt ihr das getan?
Du hast dir aber ganz schön Zeit gelassen, Papa. Warum warst du nicht früher hier? Es tut mir leid, aber du weißt doch, dass es hier gefährlich ist. Warum bist du hergekommen? Ihr beide habt hier doch auch aufgespielt, oder? Wir dachten, wenn ihr wieder herkommt, dann werdet ihr vielleicht wieder Freunde. Jetzt, wo du es erwähnst, wir haben früher wirklich oft miteinander gespielt, nicht wahr? Also, warum mögt ihr euch jetzt nicht mehr? Naja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir Sorgen um ihn gemacht. Ich sagte ihm, dass es gefährlich ist, sich der Marine nicht zu fügen, dass er einfach tun soll, was sie sagen. Mir ging es genauso, ich sagte ihm, dass man sich nicht von der Marine fürchten muss. Dann haben wir uns wohl hineingesteigert und nicht mehr miteinander geredet. Warum redet ihr dann nicht jetzt? Ihr seid doch beide Freunde, oder nicht? Ja, sprecht euch aus und vertragt euch wieder. Ihr habt recht, nur so können wir uns vertragen. Also sobald ihr euch dann vertragt, können wir wieder miteinander spielen. Na gut, aber bitte spielt nicht mehr an gefährlichen Orten. Jane, Strohhut für alles. Ja, kein Thema. Hey, anscheinend hat alles funktioniert. In der Tat, sobald ihre Väter Frieden schließen, können die Söhne wieder ungehindert miteinander spielen. Danke, dass du gekommen bist, Ruffy. Alleine hätte ich die Jungs nie beschützen können. Zumindest sind die jetzt in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Hey, das stimmt. Ach, du Schande. So, was prügeln wir jetzt hoch? Aha. Könnte auch hilfreich sein, wa? Keine Ahnung. So, sollte passen. Was macht er da unten? Muss ich nicht verstehen, wa? Hey, das ist eine Schatzkarte. Ah, genau. So, das ist zum einen den da. Goldmuschel. Und dann soll es hier hinten noch einen haben oder so. So. Dann gehe ich halt hier hoch.
So, voilà. Ach je. Nimm das auch, Piraten. Ja, wahrscheinlich. Da will ich mich doch verarschen. Ey, der kommt kaum an. Schon will der mir auf den Senkel gehen. So. Nächster bitte. Hallo? Geh weg. Haki des Eroberers. Fand heute das erste Mal seine Anwendung. So. Jetzt noch die anderen beiden Missionen. Wobei ich schon ganz gerne den Rest auch mitgenommen hätte. So. Da gibt es ja noch was, was wir nicht mitgenommen haben. So, das meinte ich.
Voilà. Den haben wir. Ja, beim Halcom haben wir irgendwo noch einen liegen lassen, aber ist jetzt nicht so wild. Dann gehen wir jetzt hier zur Stahlstadt runter und machen dort die letzten zwei Missionen. Und dann haben wir alle 6 Missionen durch. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Oh yeah. Diesmal bin ich einfach zu weit geflogen. Wie geht's, Großmütterchen? Oh, ich kann mich nicht beschweren, aber hör mal, ich habe Jane vor kurzem gesehen. Kommt sie oft in diese Stadt? Sie kommt regelmäßig hier vorbei, um Isaac zu besuchen. Ich hoffe ja, dass sie ihn überzeugen kann. Wenn du nach ihr suchst, versuch es bei der Marinebasis. Sie könnte sich noch immer davor rumtreiben. Von der Marinebasis? Also ja, alles klar. So. Was will sie hier? Oi! Jane, bist du da? Ja. Dir ist klar, dass du ein Pirat bist, oder? Also hör auf, so viel Lärm vor der Marinebasis zu machen. Jane, warst du beim Robotertypen? Ich hab's versucht, aber ich schätze, er will mich nicht sehen. Jedenfalls habe ich zufällig gehört, wie ein paar Matrosen miteinander sprachen. Sie sagten, dass die Germa 66 die Kriegstreiber im Halcom-Hafen gesehen haben. Ich dachte, die Armee des Bösen wäre nur ein Mythos. Heißt das, dass es sie wirklich gibt? Germa 66? Auf dieser Insel? Was? Sie existieren also wirklich? Und du kennst sie? Ja, es ist Sanjis Familie. Sie sind seinetwegen wieder zurückgekommen. Sanjis Familie ist die Armee des Bösen? Das muss ich erstmal verdauen. Ich gehe zum Halcom-Hafen. Ich muss wissen, ob die Kriegstreiber wirklich auf der Insel sind oder nicht. Ich werde auch gehen. Ich lasse nicht zu, dass die Sanji irgendwas dann tun. Oh Gott. Double Six. Ah, gehen mir so hart auf den Sack. Ja gut, aber ich werde mich porten, Mann. Ich habe keinen Bock darauf, dorthin zu fliegen. Gerade. Schade, kann man sich hier nicht festhalten und rüberballern lassen. Das geht dann wieder. Warum auch immer. Und seit wann hat die Germa so eine scheiß Nuss? Ich sehe ihr Schiff nirgendwo. Die Matrosen hatten gesagt, dass sie hier die Kriegstreiber gesehen hätten. Ja, sie sind auch da. Oi. Ihr seid doch Sanjis Familie, was macht ihr denn hier? Na, das ist ja eine Überraschung, du gehörst zu den Freunden dieses Taugenichts. Sanji taugt zu einer ganzen Menge Dinge. Seid ihr hier, um ihn euch zurückzuholen? Das müssen wir dir doch nicht sagen, oder? Sag es uns, was hast du mit unserer Insel vor? Boah, die ist ja süß.
Ich glaube nicht. Sanji gehört zu meiner Mannschaft. Denk nicht, du kannst ihn uns einfach so wegnehmen. Was willst du kämpfen? Halt auf, ihr beide. Die Zeit für unseren Deal rückt näher. Vergesst nicht, warum wir überhaupt auf dieser Insel gekommen sind. Na schön. Man sieht sich, wenn du vorhast, noch länger auf dieser Insel zu bleiben, solltest du besser auf der Hut sein. Okay. Sie hatten über irgendeine Art Deal gesprochen. Aber mit wem? Vielleicht sind sie ja der Grund, warum immer mehr Piraten kommen. Alles klar, ich werde sie alle verdreschen und dem ganzen Ende bereiten. Hey, warte einen Augenblick. Wir wissen doch noch gar nichts. Im Moment wäre es, glaube ich, am besten, wenn wir ihnen folgen und herausfinden, wer ihr Kunde ist. Alles klar, wo sind sie hin? Sie sind vielleicht nach Stahlstadt gegangen. Chill könnte sie gesehen haben, fragen wir sie. Chill? Ach ja, die Frau auf dem Stadtplatz. Alles klar, gehen wir zu ihr. Ach ja, da bin ich so näher dran. So. Will der Typ mich verarschen? Oh Mann. Das sollte mich jetzt nicht mehr treffen können, ey. Oh, hallo Ruffy, wie kann ich dir helfen? Du hast nicht zufällig irgendwo Sanjis Brüder gesehen, oder? Sanjis Brüder? Ich denke, selbst jemand wie Chill, die fast alles weiß, wird da schon mehr Anhaltspunkte brauchen. Chill, du hast nicht zufällig drei Typen in knallbunter Kleidung gesehen, oder rot, blau, grün? Ach, die Typen, ja. Die habe ich erst vor kurzem im nordwestlichen Teil der Stadt gesehen. Ich dachte schon, dass da etwas vor sich gehen muss. Sie sahen ja eindeutig nicht aus, als ob sie von hier wären. Nordwestlicher Teil der Stadt. Verstanden. Luffy. Okay, teilen wir uns auf und suchen nach ihnen. Wenn du sie findest, ruf mich über die Teleschnecke an. Verstanden? Jo, ich auch. Ich habe verstanden. Der will mich gerade verarschen, der Sniper. Geh weg. So, da sind sie. Der rote Typ. Jane, ich habe einen von ihnen gefunden. Okay, ich komme auch dorthin. Folge ihnen weiter, aber sorge dafür, dass er dich nicht entdeckt.
Oh Gott. Ist schon gut. Keine Scheiße machen hier. Ach, herrje. Ich kann ihn nicht mal aussprechen. Unbemerkt Ichiji folgen. Warum kommen die so schnell herangeeilt? Das finde ich ja ungemein scheiße. Warum drehen sie sich plötzlich um? Ja moin, und ich habe schon 7:30. Das heißt, ich muss in einer Stunde schon fast auf den Zug, Mann. Oh Mann. Ja, ich wollte es eigentlich durchpauken. Also länger als 10 Stunden geht es definitiv, wenn man mehr macht als Story. Wenn man nicht einfach nur straight durchrennt. Ich gehe mal hier hinten hin. Wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich? Nur 150. Das reicht ja nirgends hin. So. Ich möchte gerne da hoch. Und jetzt? Bumm. Nein, ich möchte nicht noch jemanden killen. Was sowieso nicht funktioniert. Ja, und nun? Sie schicken ihre Laufburschen, um den Deal abzuwickeln. Wollen die den Namen Windsmoke in den Dreck ziehen? Oi. Lass dich nicht von seinen Äußeren täuschen, er ist überaus fähig. Ah. Er ist genauso misstrauisch, wie die Leute sagen. Kommen wir zum Punkt. Alles, was wir wirklich wollen, sind die Waffen. Aber bevor wir uns dieser Sache widmen können, müssen wir uns erst um einen Eindringling kümmern. Du, hast du, wir hätten nicht bemerkt, dass du uns gefolgt bist? Für wen hältst du uns?
Es ist Zeit für dich zu gehen. Oh, bitte nicht alle drei zusammen. Bitte nicht alle drei zusammen. Hä? Ich muss mit Schnelligkeit agieren. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. So läuft das. Das reicht. Was glaubst du, wer du bist? Für diesen Deal gibt es keine Bedingungen. Ihr werdet Stroh Trophy kein Haar krümmen, bis die richtige Zeit dafür gekommen ist. Der drittklassige Pirat ist die einzige Bedingung. Der hat vielleicht Nerven. In Ordnung, der geht uns sowieso nichts an, aber wir möchten diesen Deal gerne zu einem späteren Zeitpunkt abschließen. Gut. Alles klar, dann werden wir hier wohl fertig. Lass uns gehen. Diesmal bist du vielleicht glimpflich davon gekommen. Irgendwann wird auch dich das Glück verlassen. Zum Glück haben sie sich ausgeswitcht, weil wenn ich gegen alle drei hätte kämpfen müssen, wäre es ein bisschen brenzlig geworden. Ich hoffe, ist alles in Ordnung, ein bisschen verletzt. Du hast zugesehen? Ja, ungefähr seit dem Moment, an dem ihr Kunde sie aufgehalten hat. Meinst du, dass ihr Kunde wirklich nur ein Pirat war? Die Art, wie sie geredet haben, es hat sich danach angehört, als ob der wahre Kunde jemand anders sein könnte. Ich habe keine Ahnung, was das angeht, aber wenigstens sind sie nicht wegen Sanji hier. Aber trotzdem gibt es genug Gründe, sich Sorgen zu machen. Aber sie sagten, dass sie es noch einmal versuchen wollen. Keine Sorge, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich sie einfach wieder in den Boden stampfen. Danke, Ruffy. Okay. Pläne der Voraussicht. So, und jetzt müssen wir eigentlich... nur noch hier durch und die letzte Mission abschließen. Hallo? Dem geht's zu gut. So. Stimmt etwas nicht? Ruffy, entschuldige bitte, könntest du mir helfen? Wen suchst du denn? Mein Bruder. Er war schon eine Zeit lang nicht mehr zu Hause. Früher kam er immer spät nachts zurück und ließ Geld für uns da. Aber immerhin kam er da noch nach Hause. Jetzt ist er schon einige Tage weg, dass er vorbeigekommen ist. Außerdem ist das letzte Geld fast aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie ich mich ohne Geld um das Kind kümmern soll. Was? Du bist gar nicht ihre Mutter? Ich bin ihre Tante. Sie haben ihre Eltern vor langer Zeit verloren, also als diese Piraten in die Hände liefen. Glaub mir, ich möchte mich gut um sie kümmern. Ohne Geld kann ich das aber nicht. Und von der Marine möchte ich lieber keine Arbeit annehmen. Wie auch immer, so sieht es aus, Jane. Bitte finde Fred schnell. Okay, ich werde mein Bestes geben. Oh Mann. Geht also, ich weiß, man braucht es, aber trotzdem. Das Wichtigste zuerst, wir müssen Annas Bruder finden. Gut, was sollen wir suchen? Heißt das, dass du mir helfen wirst? Naja, klar, warum nicht? Danke, Ruffy. Annas Bruder heißt Fred. Ich habe gehört, dass ihn jemand im Süden der Stadt gesehen hat. Verstanden, teilen wir uns auf und suchen nach ihm. Okay, machen wir das.
Oh Mann. Und das hört natürlich die halbe Stadt. Und im Moment, die Freunde, ich muss hier noch meine Stärke erhöhen. Das wäre so richtig nice. Und jetzt? So. Bist du Reed? Ruffy. Du musst der berüchtigte Strohhut Ruffy sein. Für deinen Kopf zahlt mir die Marine locker 500 Millionen. Wie kannst du es so sagen? Es stimmt doch, oder nicht? Wenn Piraten Geld anbringen, werde ich jeden einzelnen davon schnappen. Haha, als hättest du auch nur den Hauch einer Chance gegen diesen Typen, der so viel Geld wert ist. Wir müssen uns an die Arbeit machen, komm schon. Ich weiß, geht schon mal vor. Ich muss mich noch um ein paar unerledigte Angelegenheiten kümmern. Versuch gar nicht erst mir zu folgen, Jane. Und genau das machen wir. Tut mir leid, dass du das wegen mir durchmachen musstest, Ruffy. Mach dir deswegen keine Sorgen, es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Wie auch immer, wohin könnte er gegangen sein? Am Ende, dass er für die Marine arbeitete, also ist er wahrscheinlich an einem Ort, der mit der Marine in Verbindung steht. Aber so wie er sich vorhin benommen hat, wird Fred uns wohl nicht sagen, wo er ist. Was ist mit den Typen, mit denen er unterwegs war? Ha, genau. Freds Freunde können wissen, wo er hin ist. Wenn wir uns umdrehen mit ihnen, bevor sie zu weit weg sind. Einer trug ein freundliches Tanktop und eine Stola um den Hals. Und der andere trug ein purpurne Weste und ein Seidenhut. Also gut, suchen wir nach ihnen. Oh, komm schon, laber nicht. Wir machen immer nur einen Treffpunkt aus. Er hat aber den Leuchtturm auf der anderen Seite der Brücke erwähnt. Okay. Was willst du von ihm? Ich bin hier, um ihm zu sagen, dass er schnell nach Hause zu seiner Schwester kommen muss. Sie wartet auf ihn. Ist das alles? Na klar. Der Sheanna macht sich also Sorgen um ihn. Tut mir leid, ich weiß auch nichts Genaueres, aber ich glaube, er wollte in den Osten der Stadt. Osten, verstanden. Hast du was rausgefunden, Ruffy? Nur, dass er nach Osten und über die Brücke wollte, um zu einem Leuchtturm zu kommen. Auf der anderen Seite der Brücke im Osten, ob er wohl den Leuchtturm von dem Meeresgefängnis gemeint hat? Ruffy, könntest du dich dort mal für mich umsehen? Ich komme gleich nach. Vor dem Meeresgefängnis. Ja. Oh Mann. Ich hoffe, ich lande nicht drin. Nee, lande ich nicht. Knapp nicht. Aber ich muss den Schatten kaputt machen. Oh, Pazifista. Ja.
Gut gemacht. Heute wirst du Fracht vom Gefängnis zum Hafen bringen. Hey, aber was du auch tust, lass sie nicht fallen. Du willst bestimmt nicht, dass dir den halt um die Ohren fliegt. Ein Pirat? Was hat so einen Abschaum wie du hier verloren? Abschaum? Ist es denn eine Art, einen geschätzten Kunden zu begrüßen? Moment, was ein Kunden? Ist es wahr? Ist es die ganze Fracht, die wir transportiert haben, für diesen Typen bestimmt? Wenn das so ist, will ich nichts damit zu tun haben. Ich werde kein schmutziges Piratengeld annehmen. Widersetzt du dich etwa der Marine? Ich habe die Befehle der Marine nur befolgt, weil ich dachte, dass ihr die Guten seid. Aber die Guten würden sich niemals mit Piraten einlassen. Wie schade. Ich hasse es ja, dermaßen hart arbeitende Sklaven wie dich töten zu müssen. Meine Güte. Nicht so schnell. Oh, du bist der Strohhut. Und Shane. Du bist wie ein Matrose gekleidet, aber bist du auch wirklich einer? Strohhut Ruffy. Tötet sie. Tötet jeden einzelnen von ihnen. Ha. Dein Ernst gerade? Hör auf zu schießen, du kleiner Witzknödel. Erster Streich. Aha. Mächtiger Rookie. Heißt was? Das war ganz schön knapp für dich, was? Bist du in Ordnung? Tut dir irgendwo was weh? Alles in Ordnung. Tut mir leid, dass du mich retten musstest. Nicht zu fassen, dass ich schmutziges Geld angenommen habe. Unsere Eltern wären noch am Leben. Gäbe es keine Piraten wie diese. Ich arbeite mich fast zu Tode, damit meine kleine Schwester etwas Anständiges zu essen bekommt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch Anna gegenübertreten soll. Das ist doch halb so schlimm. Ich meine, du hast ihnen doch gesagt, dass du damit aufhörst. Jetzt geh schon nach Hause. Deine Schwester wartet auf dich. Haha, ein Pirat, der mich aufmuntert. Bist du sicher, dass du auch wirklich einer bist? Darauf kannst du wetten. Ich werde der Piratenkönig. Du bist schon ein komischer Kerl. Ich schätze, Piraten gibt es wohl in allen möglichen Formen und Größen. Es gibt da einen Zuhause, zu dem du zurückkehren musst. Ich werde mit dir gehen. Ruffy, ich danke dir. Bei Fred vorbeischauen. Interessant. Dann gucken wir doch mal bei Fred vorbei. So, und jetzt hier hinten hin. Die wollen mich verarschen. Er holt mich immer vom Himmel runter, Mann. Das ist sowas von zum Kotzen. Ja, zum Glück. Wir sind schon eine Stunde und 20 Minuten am Missionchen. Matrosen und Piraten arbeiten heimlich zusammen. Siehst du? Ich wusste doch, dass man denen nicht trauen kann. Miranda, meinst du nicht, dass das reicht? Ich fasse es nicht, dass du Piratengeld angenommen hast. Euch Marine-Schoßhündchen geht's immer nur um Geld. Alles, was euch kümmert, ist Geld. Du sollst dich verschämen. Hör auf, ihn anzuschreien. Er hat das doch nur getan, um mir zu helfen. Außerdem hast du sein Geld auch angenommen.
Ist schon gut, Anna. Ich bin auch schuld dran. Aber danke dafür, dass du mir jetzt zur Seite gestanden hast. Bruder, es tut mir so leid, Tante Miranda. Ich werde in Zukunft nicht mehr so blauäugig sein. Ich weiß jetzt, dass es nicht so einfach ist, wie die Marine ist gut, die Piraten ist böse. Sie hatten volles Verständnis für Fred, oder? Sie wusste, dass ihr großer Bruder hart für sie gearbeitet hat. Ich wünschte, ich wäre mehr wie sie. Ich muss noch so viel lernen. Ich frage mich jedoch, waren die Typen, die an die Piraten verkauft haben, wirklich Matrosen? Tja, das haben wir nicht herausfinden können, bevor sie alle verprügelt hatten. Unter diesen Umständen konnten wir das auch wohl kaum herausfinden, aber ich kann nicht so richtig glauben, dass diese Lieferung aus der Gefängnis für Piraten bestimmt war. Was könnte ihr Inhalt sein? Auf dieser Insel geht definitiv irgendwas vor sich. Naja, was denkst du, worüber wir hier die ganze Zeit nachforschen, schon angestellt haben? Ja, ja, du hast recht. Endlich getrennt stehen wir in die Mission erfüllt. Hä? Ein paar Kinder, die dich sehen wollen. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt, wa? Was wollen denn die Kinder? Also, bitte. Habe keine Zeit für Kinder. Und ich kann auch nur noch 10 Minuten, weil ich will dann noch eine Stunde für mich haben. Ich habe jetzt seit 0 Uhr eigentlich schon vorher durch aufgenommen. Da ist er ja. Wir wollten dir nur danken. Ja, danke, dass du uns gerettet hast. Unsere Väter haben gesagt, dass wir hier zusammen spielen dürfen. Wirklich, das ist großartig. Es gibt noch ein paar andere Leute, die auch mit dir sprechen möchten. Willst du nicht wissen, was sie dir zu sagen haben? Nicht wirklich. Hey, Ruffy, läuft alles gut zwischen dir und Jane? Sie ist die Art von Mensch, die es mir der ganzen Welt alleine aufnehmen will. Es würde uns viel bedeuten, wenn du ihr helfen könntest. Ich spreche jetzt einfach so mit ihnen. Es ist schon eine Weile her, dass hier auf dem Platz so viele Leute waren. Es ist fast so, als wäre auf der Insel alles wieder beim Alten. Tatsächlich? Ja, als meine Mutter noch gelebt hat, kamen die Leute oft hierher, um sich zu unterhalten. Aber nach ihrem Tod kam nach und nach niemand mehr her. Aber heute ist wieder voller. Also, was? Aber heute ist er wieder voller Menschen. Menschen, die hier sind, um dich zu sehen. Du bist wirklich etwas Besonderes, Ruffy. Du und meine Mutter, ihr habt beide ein Talent dafür, Menschen zusammenzubringen. Ich muss auch zu so jemandem werden. Hey, Strohhut, Ruffy. La? Oder wer? Was gibt's? Ist etwas geschehen? Ach nee, Fred. Ein Marineadmiral sucht nach dir und er ist auf dem Weg zu diesem Platz. Er kommt wohl von der Straße südlich von Smaragdstadt. Schon wieder? Und zuvor hat er noch gesagt, ich könne gehen. Ich kann euch da nicht alle mit hineinziehen. Ich werde mit mir einen anderen Ort suchen, um gegen ihn zu kämpfen. Du willst gegen ihn kämpfen, ein Marineadmiral? Meinst du nicht, du solltest lieber weglaufen? Und warum sollte ich weglaufen? Nur weil er ein Marineadmiral ist? Ich gehe zu ihm. Du wirst es ganz alleine mit ihm aufnehmen? Das ist viel zu gefährlich. Wir sollten auch alle anderen hier mitnehmen. Wenn wir das tun, wird er zum Platz kommen. Ich bin gleich wieder zurück. Also gut, dann haben wir hier noch was zu tun. Und dort drüben. Okay. Jetzt wird's lustig. Wer ist es? Ja, genau. Ja.
So, weg. Wo ist der Kack? So. Jetzt regeneriert sich mein Leben noch schneller. Oh. Oh. Der Dude ist böse. Fujitora. Hey, wenn das mal nicht Strud ist. Der Spieler, du bist also der Admiral, der hinter mir her ist. Das muss Schicksal sein. Ausgerechnet hier finde ich dich. Tja, was nun? Warum begleichen wir nicht unsere Rechnung aus Dressursa? Wenn du kämpfen willst, dann komm schon. Ich werde nicht davonlaufen, nur weil du ein Admiral bist. Ich werde gegen dich kämpfen und ich bin. Ach Gott. Ja, ja, Dressrosa. Drücke, um ein gesamtes Tension für eine Gear 4 Transformation zu verbrauchen. Gear 4 ist Ruffys stärkste Form und extrem mächtig. Weißt du, wenn Gear 4 Schaden tust du dir nicht weh, aber die Dauer wird verkürzt. Du kannst aber nur eine begrenzte Zeit in Gear 4 verbringen. Im Anschluss daran kannst du kurzzeitig keine Tension aufladen. Au. Hä? Kann ich dem. Wollte gerade sagen, kann ich dem überhaupt Schaden zufügen? Aua, aua, aua. Irgendwas hat mich. Ich habe mich gerade irgendwie eingeklemmt. Keine Ahnung. Rücken oder so. So kämpft es sich ziemlich schlecht. So. Fertig. Tut mir leid, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Was ist denn? Ich habe das Gefühl, dass weitere Kämpfe auf dieser Insel uns alle in große Gefahr bringen würden. Was meinst du? Glaubst du wirklich, dass unser Treffen hier rein Zufall war? Etwa nicht? Ich spüre, dass mich jemand beobachtet, seit ich das erste Mal Fuß auf diese Insel gesetzt habe. Und es ist kein Außenseiter, sondern jemand von innerhalb. Ich glaube, es war Teil irgendeines Plans, uns zusammenzubringen. Bis ich herausfinde, wer dahinter steckt, darf dein Kopf auf deinem Hals bleiben. Dann ziehe ich mich auch zurück. Ist ja nicht so, als würde ich dich hassen oder so. Ehrlich wie immer, wie ich sehe. Du bist ein Pirat, aber Marineadmirälen bringst du weder Liebe noch Hass entgegen. Auf dieser Insel liegt Unheil in der Luft. Wir sollten uns beide Nacht nehmen, Strohhut. Ruffy. Sieht aus, als würdest du Gesellschaft bekommen. Dann war es das für mich. Ruffy, ist alles in Ordnung? Bist du verletzt? Oh, Jane, du bist mir also gefolgt. Natürlich, wo ist denn der Admiral? Er sagte, dass er ihm für heute reicht und ist verschwunden. Verstehe, ein Glück. Du hast es ganz schön drauf, Ruffy. Du brauchst bei keiner Sache Hilfe von niemandem. Meine Mutter war auch so. Es gab nichts, das sie nicht zu tun konnte. Aber ich bin nicht so.
Ohne meine Crew würde ich auch nichts fertigbringen. Nur dank meiner Crew bin ich bei diesem Abenteuer so weit gekommen. Natürlich brauche ich ihre Hilfe nicht, um jemanden zu verprügeln. Aber wenn du mir hier nicht geholfen hättest, wäre ich auch nicht so weit gekommen, stimmt's? Immerhin sind wir Piraten und so. Danke, Ruffy. Aber nachdem ich mich mit dir auf der Insel umgesehen habe, ist mir klar geworden, dass hier mehr seltsame Dinge vor sich gehen, als ich dachte. Bisher bin ich irgendwie zurechtgekommen, aber wenn das so weitergeht, geht bald alles in die Binsen. Ich muss das Problem an der Wurzel packen. Mann, ich bin einfach Hunger an. Hey, gutes Argument. Also dann ruhe dich doch ein bisschen aus. Ich werde allen erzählen, dass es dir gut geht. Treffen wir uns doch in Saphirstadt wieder, sobald wir beide fertig sind. Verstanden? Jo. Familienbande. Kapitel 9. Die alte Insel. Riesige Mission, die alte Insel ab. Ja, lange geht's nicht mehr. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also ne, 13 eigentlich. Jo. Und im nächsten Part geht's dann hier weiter, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zugucken. Jetzt ist gerade bei mir 8 Uhr. In einer Stunde muss ich schon auf den Zug. Und bin dann wieder und flieg. Um nach Hause zu gehen. Bin ja eigentlich nur hier gewesen bei meiner Oma wieder, weil meine Freundin gemeint hat, ja, sie hatte einen Frauenabend, aber aus dem wurde nichts, da mein Sohn krank wurde und so krank kann man nicht sagen, er bekommt gerade alle 10 auf einmal. Heißt, RIP, seinen Mund oder so. Und auf jeden Fall bekommt jedes Kind ja dann Fieber, daher nicht geil. Würde ich einfach mal so behaupten, ne? So, ich speichere jetzt mal Felsenhart. So viel, wie ich hier schon gemacht habe heute. Da habe ich keinen Bock, das nochmal zu machen, ne? Ist ja verständlich. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tödelö.